Ja, dann grüßen wir euch ganz herzlich, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid zu Märkte und Trends mit Heavy Traders. Heute geht es um den Energiesektor und die Pharmabranche. Da haben wir nämlich zwei Trades. Unser Händlerteam hat zwei Trades einmal umgesetzt hier bei Pfizer und Bayer in letzter Zeit, also in den letzten Tagen und Wochen. Über die wollen wir sprechen und da sitze ich heute mit Andreas hier vorne. Das wird aber nicht das einzige Thema sein, sondern wir reden auch über den Energiesektor und da geht es um die Siemens Energy, Ja. die du dir vorgenommen hast, beziehungsweise die ihr euch vorgenommen habt. Aber wir gehen mal der Reihe nach. Wir fangen mal im Pharma-Bereich an, Andreas. Da geht es um die Pfizer. Der Trade, der ist seit 14.12. aktiv. Wir blicken dann auch gleich nochmal bei uns in die Trade-Übersicht. Ja. Der Trade ist seit 14.12. aktiv. Wie ist der Stand der Dinge hier und was wird da noch erwartet? Ja, also liebe Heavy-Trader-Freunde, auf jeden Fall ist es so, dass wir da schon mal das richtige Näschen für hatten, denn die Aktie hat ja, wie soll ich sagen, atemberaubenden Verlust dieses Jahr eingefahren. 50% waren sie in der Spitze. Wir sind dann an eine Unterstützung, soweit jetzt einfach in die Charts mal reingeguckt, bei mir auf dem Monitor. Wir sind an der Spitze hier in den Bereich 26,60 rangelaufen, sogar ein bisschen tiefer. Und das ist eine langfristige Unterstützung gewesen. Das war nämlich das Corona-Tief, das die Aktie gesehen hatte. Und für uns ein Anlass, dass das hier durchaus jetzt mal ein Ende hat, das Ganze. Nicht, dass die schlechten Nachrichten von heute auf morgen plötzlich weg wären. Die sind natürlich noch da. Aber es ist eben eine sehr qualitative Aktie mit einer sehr guten Dividendenrendite. Und hier sind einfach natürlich viele Dinge eingepreist worden, negativ eingepreist worden, die sicherlich zum Teil zu Recht da eingepreist worden sind, aber zum Teil natürlich ist auch überzogen. Wir haben natürlich Überziehung, also Übertreibung nach unten und nach oben. Im Falle von Pfizer ist ähnlich wie bei unserer Bayer auch eine Übertreibung nach unten drin. Das sind qualitative Aktien, sehr qualitative Werte, alte Unternehmen, die nur, weil sie sicherlich mal hier und da einen Managementfehler ausbaden müssen, in dem Falle bei Pfizer vielleicht kurzfristiger als bei Bayer. Deshalb haben die natürlich nicht ihren Wert im Grundstock verloren. Somit haben wir eine Übertreibung nach unten. Wir haben gesagt, 26,60 ist für uns ein Preis, der relativ günstig ist. Da kann man so viel nicht falsch machen. Wir haben bisher richtig gelegen. Wir sehen es am Ergebnis plus 102 Euro, plus 12,6%. Jetzt haben wir, wie wir sehen, hier natürlich auch ein Gap-Close vollzogen. Damit wird es natürlich heute spannend. Die Aktie notiert heute vorbörslich auch relativ unverändert, das Plus gestern bei 4%. Und spannend deshalb, weil bei Gap Closes normalerweise so ist, dass es dann natürlich nochmal wieder in die andere Richtung geht. Wir bleiben auf jeden Fall drin, weil wir davon überzeugt sind, dass die Aktie hier noch mehr Potenzial haben wird. Selbst wenn es jetzt nochmal zu einem kleinen Rücklauf kommen sollte, gehen wir nicht davon aus, dass der nochmal deutlich unter das bisherige Tief geht, sondern dass wir sogar bis in den Januar rein hier Chancen haben, wie wir es ja schon mit dem Trade mit der Trade-Vorstellung gesagt haben, bis 30 Dollar. Das wären also nochmal rund knapp 7% nach oben. Gemacht haben wir ja schon 2 Dollar. Das waren ja an sich schon 6, 7%. Das hieße, wir könnten hier natürlich dann auch noch einen höheren Gewinn einfahren. Und wir sehen die Aktie sowieso für das nächste Jahr grundsätzlich als ein attraktives Investment von der jetzigen, vom jetzigen Preislevel an. Also insofern ist das schon mal eine sehr gute Investition gewesen. Wunderbar. Also man muss ja auch auf Basis so ein bisschen, weißt du, des Risikos, glaube ich, auch ehrlicherweise sagen, die Sachen wurden ordentlich durchgeschüttelt, ne? Genau. Wurden die letzten Wochen Richtig. eher abverkauft. Wir gehen hier antizyklisch halt vor, haben Richtig, ja. natürlich da schon Absicherungsmarken und so weiter alle im Blick. Die sind auch gesetzt bei den jeweiligen Trades. Das muss man im Blick behalten, aber das tun wir ja hier. Wir managen die Position aktiv, beziehungsweise ich als Händlerteam logischerweise zu der Bayer. Und da können wir vielleicht auch gerade nochmal hier bei mir in den Monitor reinschauen. Da seht ihr nämlich auch gerade die aktuelle Trade-Übersicht der Trades, die vom Team gemanagt werden. Die Bayer, die werden wir später um 14:15 Uhr. Ihr seht das hier, der Samir ist hier der Trade-Pate. Das wollen wir dann auf jeden Fall nochmal mit ihm besprechen, dass er da auch ein gewisses Update macht. Von daher laden wir euch da ganz herzlich ein, auf jeden Fall dazu zu schalten. Die Registrierung ist kostenfrei. Dann seid ihr hier auch direkt bei uns im Livestream mit drinnen. Natürlich wird es auch nochmal um die ganzen anderen Positionen gehen. Die werden wir auch uns nochmal ganz kurz vornehmen. Dann kommen wir mal, Andreas, zum Energiesektor, ne? Und da hattet ihr euch verständigt, dass die Siemens Energy
ein Titel ist, der womöglich für einen Trade auch interessant ist. Also es wird keine direkte Ausführung sein, ja. Aber wir wollen das jetzt mal besprechen. Wie steht es um diesen Sektor und wie sieht es konkret bei der Siemens Energy aus? Was kann man da machen? Gut, also Versorgergeschichten, Siemens Energy ist ja so ein bisschen auch der breit angelegter Spektrum. Das ist also jetzt nicht so ein reiner Versorger, wie es vielleicht eine E.ON oder RWE ist, sondern die sind natürlich sehr im alternativen Energieerzeugungsbereich tätig. Beispiel sind natürlich die Windräder von Siemens Gamesa. Das war übrigens auch der Grund, warum die Aktie, wie man bei mir auf dem Monitor hier im Chart sieht, hier so einen Absturz hatte im Oktober. Weil das Unternehmen gesagt hat, wir haben zwar genügend Aufträge, wir sind aber bilanziell so mittlerweile schlecht ausgestattet, dass wir die nicht annehmen können, diese Aufträge, oder nicht ausführen können. Wir brauchen also Liquidität kurzfristig. Da hat man sich an den Bund gewandt und gesagt, wir hätten gern Bürgschaften. Der hat sich natürlich dann an Siemens gewandt, weil die große Mutter hat nämlich genügend volle Taschen. Die hatte sich aber natürlich dann geweigert, weil sie gesagt hat, ja, wir haben ja extra Siemens Energy gegründet, damit wir solche Sachen, Probleme nicht mehr haben. Die haben wir dann bei Siemens Energy und müssen dafür nicht mehr zahlen. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Im Endeffekt hat man sich mit Siemens vom Bundseite aus geeinigt. Man gibt diese Bürgschaften, aber Siemens hat halt auch, trägt hier ein Risiko mit. Risiko in Anführungszeichen. Das Risiko ist jetzt eigentlich eingepreist. Das sieht man allein daran, dass die Aktie immer noch deutlich unter dem, Jahresdurchschnittsstand liegt. Der lag ja, ihr seht es ja selber, hier fast bei 25 bis 20 Euro ungefähr. Der Absturz, der ist dann hier in Raten gekommen ab dem Sommer und ist aus meiner Sicht nicht mehr berechtigt. Das heißt also, wir haben durchaus wieder ganz gute Chancen, dass das Unternehmen anständige Wachstumsraten vorweisen kann, weil sie auch, wie gesagt, viele Aufträge haben. Natürlich ist der Bund auch einer der großen Auftraggeber oder auch Institutionen, eben Staaten. Aber insofern glaube ich, dass das Unternehmen relativ gute Chancen hat, nächstes Jahr wieder durchzustarten. Und natürlich ist der Versorger oder der alternative Energieerzeugerbereich ohnehin gefragt, auch wenn vielleicht eine Retro-Bewegung Richtung Atomkraftwerke und so weiter vorhanden ist, wird diese Bewegung ganz sicher nicht abgewickelt werden. Das heißt also, die Zukunftsperspektiven für das Unternehmen sind auf jeden Fall sehr gut. Bisher ist es halt einfach ein, wenn man sich das mal über einen längeren Zeitraum anschaut, auch ein ziemliches Desaster in dieser Aktie gewesen. Aber wir haben gesehen, in Amerika gerade viele von diesen sogenannten Desaster-Aktien sind gerade jetzt wieder zurückgekommen. Warum? Thema Zinssenkung, klar, viele von den Unternehmen haben natürlich auch kleine Päckchen zu tragen oder größere. Und das heißt also, wenn natürlich Zinssenkungen jetzt eingepreist werden, wie sie in den Märkten ja schon da sind, also sie werden ja nicht eingepreist von der US-Notenbank, sondern von den Anleihemärkten, wo sich die Unternehmen refinanzieren, über Anleihen zum Beispiel oder natürlich auch direkt am Kreditmarkt, dann sehen die das ja schon. Die sehen das ja schon, dass sie sich bilanziell etwas entlasten können, dass die Zinszahlungen hier deutlich in der Prognose zurückgenommen werden können und das natürlich dann auch wieder für höhere Gewinne sorgt oder für zumindest verbesserte Gewinne sorgt. Das ist natürlich eine Spekulation, die dann auch durchaus, und so sehen wir das hier auch aus dem letzten Tief im Oktober 2022, wo wir auf dem aktuellen Niveau sind, also von dem vorletzten, so gesagt, nicht vom letzten. Da haben wir eine Bewegung gehabt, die sogar bis 14,40 Euro gegangen ist. Das sind vom jetzigen Niveau aus 30%. Natürlich nichts, was jetzt in 3 Tagen passiert, aber so auf mittlere Sicht, so auf mehrere Wochen oder auch 2, 3 Monate hinweg, kann ich mir das gut vorstellen, dass die Aktie da wieder anlanden wird. Alles klar, und wir werden dann natürlich später nochmal, du hast jetzt die Kursziele genannt, auf Basis der Aktie. Ne? Wir haben ja vor, den Trade umzusetzen mit einem Hebelzertifikat. Genau. Das werden wir später dann auch nochmal besprechen. Ja. Welches das genau ist, muss natürlich auch zu unserem Depotstand passen. Ja. Risiko-Money-Management sind die Aspekte, die wichtig sind. Ne? Wir werden natürlich auch über mögliche Marken dann auch sprechen. Wie sieht es überhaupt auf der Unterseite aus? Also was riskieren wir dann im Prinzip, um die Chance XY dann auch wahrzunehmen? Von daher kann ich euch eigentlich nur für später einladen, um 14.15 Uhr dabei zu sein. Dann gehen wir auch wirklich nochmal durch das Händlerteam. Also wie gesagt, Samir wird sich nochmal melden. Er steht auch Trade-Partner bei dem ein oder anderen Trade. Dazu laden wir euch ganz herzlich ein, eben um 14.15 Uhr dabei zu sein. Wie immer, solltet ihr es vielleicht jetzt erst sehen, das Video, und es ist nach 14.15 Uhr. Ihr verpasst also oder habt die Sendung verpasst. Macht nichts. Die Registrierung ist, wie gesagt, kostenfrei in der Mediathek. Könnt ihr euch das dann auch trotz alledem abrufen und die Information ziehen. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich um 14.15 Uhr. Macht es gut, bis später. Genau, bis gleich.